So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video wieder von mir, dem Manuel. Wir spielen wieder ein bisschen ATS 2, während ich ein bisschen quatsche. Ich weiß nicht, ob ich den LKW letztes Mal schon hatte. Ich fahre auf jeden Fall einen MAN. Jetzt neu, habe ich mir geholt und habe jetzt mehrere Mitarbeiter angestellt. Aber ja, wir werden nicht den vollen Auftrag mit mir fahren. Weil ich will das eigentlich nur als kurzes Infovideo hier machen. Nicht als richtiges Let's Drive oder so. Aber ich weiß gar nicht, ich bin in England, ne? Ja, dann muss ich auf der falschen Straßenseite fahren. Okay. Kommt da einer, ne? Da kommt auch keiner. Okay. Und zwar soll sich dieses Video eher so ein bisschen dem aktuellen Stand des Kanals zuwenden. Weil ihr habt bestimmt bemerkt, dass in letzter Zeit wenige bis gar keine Videos kamen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits, ich hatte in letzter Zeit eigentlich so ziemlich null Motivation, irgendwas zu machen. Weil ich kam nach Hause und war direkt platt von der Arbeit, von der Schule. Und da hatte ich keinen Bock mehr, mich für YouTube ranzusetzen. Genau, das war das eine. Und andererseits, ich hatte auch recht wenig Zeit, weil ich, wer es nicht weiß, ich bin jetzt aktuell im letzten Jahr meiner Ausbildung. Und da wird uns nochmal alles abverlangt. Also wir müssen jetzt bereits, wissen wir, Abschlussarbeiten schreiben, die wir Ende Oktober abgeben müssen. Ich weiß es genau darum nicht mehr, aber irgendwann müssen wir sie auf jeden Fall abgeben in ziemlich naher Zukunft. Das passt noch hier, da sind wir durch. Und ja, ich will halt wirklich eine astreine Prüfung ablegen, weil das ist meine Zukunft, das ist mein Leben. Dem muss ich irgendwann mein Geld verdienen. Mir meine Brötchen verdienen mit diesem Geld. Und wenn ich das jetzt verkacke, dann kann ich einpacken. Deshalb, ich denke, das versteht euch jeder, dass da Real Life vorgeht, ganz klar. Zudem kommt noch eben, da meine Ausbildung bald sich zum Ende zuneigt, auch mir bereits einen Job suchen, da bin ich jetzt aktuell dran. Also was, werde ich momentan noch nicht sagen, bei welcher Firma schon gar nicht. Weil ihr es einfach nicht wissen sollt. Das finde ich, gehört nicht ins Internet. Ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet, also wenn ich mich irgendwie verschnupft oder so anhöre. Ich bin es auch und ich bin auch ziemlich platt von der Arbeit. Also ich bin jetzt, es ist 6 Uhr und ich bin heute ein bisschen früher nach Hause gekommen, weil ich Schule hatte am Nachmittag. Deshalb bin ich da ein bisschen früher. Aber ansonsten arbeite ich halt immer bis 6:30. Viertel vor 7 und bin so zwischen 7 und 7:30 zu Hause. Da habe ich keinen Bock, mich noch für YouTube ranzusetzen. Ich denke, das ist auch verständlich. Ich mache mir da ehrlich gesagt auch keinen Stress mehr, habe ich auch schon mal gesagt. Ich werde mir da keinen Stress machen, weil YouTube ist für mich Hobby, Nebensache. Wenn es klappt, dann ist schön. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann ist Pech gewesen. Und eben, ich habe aktuell gerade wirklich keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja, weil Need for Speed Underground kotzt mich an. Ich habe einfach keine Lust auf das Spiel. Muss mal schauen, ob ich da irgendwie irgendwas einschiebe oder ob ich es komplett abbreche. Das Spiel ist es hat keine Macken. Es ist auch wirklich ein gutes Spiel, aber es kotzt mich aktuell an. Ich kann mich nicht zu motivieren, das Spiel aufzunehmen. Machen wir ein bisschen das Volllicht an, damit wir auch noch was sehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis. Ich habe aktuell wirklich, bin jetzt ein bisschen lustlos. Ups. Hoffentlich ändert sich das auch mal. Zudem kommt, ich bin aktuell übelst müde, weil mein Schlafrhythmus ziemlich im Arsch ist. Ich habe vom Montag auf den Dienstag ganze 2 Stunden gepennt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie fucking müde ich bin.
Und ja, also ich habe jetzt das Wochenende frei, Samstag. Versuche ich ein bisschen zu relaxen, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ja, Quintessenz von diesem Video soll eigentlich mehr sein. Ich weiß nicht, wann die nächsten Videos kommen. Sie kommen dann, wenn sie kommen. Das gleiche gilt auch für die Zukunft. Seid bitte mir nicht allzu böse, wenn dieses Jahr, also bis zum nächsten Sommerferien, nicht allzu viele Videos kommen. Weil eben, Ausbildung ist mir tausendfach wichtiger. Ich denke, das versteht auch jeder halbwegs gesunde Mensch. Ja, weil es ist halt mit dem, was ich mir jetzt da arbeite, muss ich irgendwann meinen Unterhalt, meine Wohnung und so finanzieren. Und da will ich es nicht verkacken. Würde jeder von euch gleich machen in meiner Situation. Bin ich zu 100% überzeugt. Ja. Zudem kommt, ich habe aktuell ein bisschen Sachen zu planen. Ich fahre im Oktober mit ein paar Kumpels in Urlaub. Das ist so mehr so ein Lager, wo wir uns dann für den Führerschein vorbereiten. Da muss ich nachher noch schauen wegen Theorieprüfung, und dann müssen die Behörden, glaube ich, irgendwas von mir haben, weil ich eine Brille habe. Ich trage Brille. Die müssen, glaube ich, irgendwas noch kriegen von mir, damit die mich in den Fahrausweis eintragen können, dass ich eine Brille brauche. Denn irgendwann muss ja dann auch noch mal das Auto her. Eins kann ich euch versprechen: sobald ich mein Auto habe, wird es davon ein bisschen Vlogs geben. Entschuldigung. Ich habe vergessen, mich in Origin auf Shelfie zu stellen. Egal. Ja, wer den Lukas, den LPN oder den Michel vom P1 TV kennt, der Michel hat ja von seinem ST, Ford Fiesta ST, den hat er sich ja neu geholt, und von dem hat er so ein bisschen Vlogs gemacht. Hat das Auto ein bisschen gezeigt und alles, was so ein Kack. Das habe ich jetzt im gleichen Maße davor. Also ich halt, wenn ich ein Auto kaufe, dass ich euch das zeige. Welches Auto ich kaufe, steht noch nicht ganz klar. Eins ist aber fast klar, dass ich mir einen Hyundai holen werde, weil die Dinge einfach günstig und gut sind und eine gute Ausstattung haben. Und auch ein bisschen Leistung, wenn man ein bisschen schaut. Und ja, ich halte mich jetzt so einigermaßen in die Verkehrsregeln hier in ETS. War jetzt nicht mehr so voll Stoff, sondern halt nur noch so ein bisschen drüber, aber das fährt, macht jeder. Und nein, ich werde es nicht online spielen. Ich habe jetzt zigtausende Kommentare bekommen. Hey, wann spiele ich online? Bla bla bla. Nein. Ganz schlicht und einfach. Nein. Hab keine Lust online zu spielen. Ich werde nicht online spielen. Basta. That's it. Ihr hört es vielleicht ein bisschen raus eben. Ich bin erkältet. Bisschen müde. Und ich habe nicht wirklich viel Motivation, diese ganzen Videos zu machen. Weil, wenn ihr arbeitet, die Leute, die arbeiten, wissen es. Die Leute, die noch nicht arbeiten, werden es irgendwann erfahren. Wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, habt ihr keinen Bock, nochmal irgendwas zu machen. Klar, ich habe hier keine Verpflichtungen, ich bin keine Verpflichtungen eingegangen und sonstiges. Aber trotzdem, es ist so wie ein Nebenjob. Und ja. Also eben, wenn es sich ergibt, ist okay. Ich habe jetzt auch mal noch geplant, den Niklas, den Nickname Pictures, da habe ich ja schon mal was mit aufgenommen, dass ich mit ihm nochmal was aufnehme. Hat er sich auch dazu halbwegs bereit erklärt, mit dem Video hat er mich erwähnt, dass er dafür zu haben wäre. Ich habe mal angeschrieben, aber Antwort warte ich noch drauf. Oder YouTube hat sie mir wieder mal nicht geschickt. Ist auch so ein Spaß, den sie YouTube immer erlaubt. Ach was, du hast eine Nachricht bekommen. Nichts von gehört. Wussten wir nichts von. Tut uns leid. Dann fragt die fucking NSA. Jungs. Und Mädels. Die wissen eh alle. Boah. Nee, also ich bin eben
aktuell ein bisschen am Anschlag. Mal schauen. Vielleicht darf ich es am Wochenende irgendwas zu machen, aber Prüfungen hagelt es auch schon wieder, bis der Arzt kommt. Deshalb ja. Stay tuned, seid mir nicht böse, wenn nicht allzu viel kommt. Aber ihr würdet es in meiner Situation nicht anders machen. Da bin ich zu 1000% überzeugt. Ihr würdet es genauso machen wie ich. Und deshalb, ja, denke ich, das Verständnis wird hier sein. Oder wird vorhanden sein. Wenn nicht, tut's mir leid. Dann deabonniert mich. Macht einen Abflug und gut ist. Wenn ihr damit nicht leben könnt, dass ein YouTuber nicht jeden Tag was hochlädt, dann bin ich der Falsche. Ganz knapp und einfach. Weil ich habe die Ressourcen dazu nicht, ich habe die Möglichkeit, die Zeit und die Lust dazu einfach nicht, jeden Tag Videos rauszuhauen. Ich versuche es, wenn es möglich ist, zu arrangieren. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe auch gesagt, ich möchte Need for Speed for the Crew durchhaben. Mal schauen, ob es so sein wird, ob ich das wirklich schaffe. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber es kommt alles dann, wenn es kommen soll. Werde ich nicht zu überstürzen. Weil es geht ja schlussendlich, ich mache es ja nur des Spaßes halber. Ich verdiene mit YouTube keinen müden Cent. Ups. Und deshalb, ja, sehe ich mich auch in keinerlei Hinsicht irgendwo für verpflichtet, hier was zu machen. Klar, es ist ein Hobby, ich mache es gerne. Wenn es sich ergibt, wenn es sich die Zeit ergibt. Aber ansonsten halt nicht. Gut, das soll es dann eigentlich auch gewesen sein mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas euch auf der Leber liegt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, in dieser Hinsicht wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und haut rein. Euer Manuel, euer Mr. Swisszocker. Bis dann. Tschüssikowski.